Nein, ich würde ihn echt weiter als Bist du sicher? ach, Bist du Schauspieler, ne? sicher, dass er bald der Komparse sein? Was würdest du denn machen? Flo's Assistent, da kann er ihn vielleicht irgendwann mal ersetzen. Entscheide. Aber er möchte doch so gerne als Schauspieler. Na, was denn? Warte, ich zähle jetzt ab. Und bei einer geraden Zahl, ich denke mir jetzt eine Zahl aus, zwischen 1 und 10. Ja, rat einfach mal und danach entscheiden wir. Ich soll jetzt eine gerade Zahl sagen. Ja, du musst jetzt da irgendeine Zahl sagen, zwischen 1 und 10. 5. Richtig, das heißt, er wird Flo's Assistent. Gut. Bruno. Manchmal reicht es einfach, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Als Bruno Floß auf seinem Verdauungsspaziergang durch den Park begleitet, gewinnt er durch gekonnt eingesetzten Winseln, Schwanzwedeln und auf dem Boden rollen das Herz einer Joggerin, der Floß gerade schöne Augen machte. Floß ist so beeindruckt von Brunos Improvisationstalent und seine Fähigkeit, die Bühne zu beherrschen, dass er sofort einen Bekannten anruft, der die Schauspielerin kennt, die was mit dem Regisseur hat. Der den und den Film gedreht hat und die und gra und der gerade auf der Suche nach begabten Nachwuchstalenten ist. Bruno ist nun Ersatzdarsteller. Ja, also ich hatte da mal einen Freund, der kannte einen Onkel, der kannte wieder einen und der kannte dann wieder einen und der kannte den Schauspieler. So, so ungefähr hörte sich das gerade für mich an. Warte, du hast soeben die hellgrüne Fellfarbe Jetzt für hört Runde endlich auf. freigeschaltet. Jetzt können wir das machen. Da, guck mal, da hat sich gleich fast übergeben. Mal hier. Wer? Maria, komm in den Schrank. Und sie, oh nein. Ja. Und weg. Ja. Zum Glück sind Bruno und ich in der Schule. Und Bruno Und bei Aaron seinem Job. schläft da. So, jetzt Oh. bist du schwanger. Ja, Jetzt ich habe ist sie die schwanger. Babymusik gehört. Das heißt, dass sie schwanger ist. Offiziell jetzt im Spiel, glaube ich. So, was denn mit dem Hund? Ach, ich weiß schon, wer als nächstes baden muss. Der gute Bruno. Aber zuerst kannst du dir was zu essen machen. Du machst ja ein Fertiggericht, Daniel. Die verbrannten Waffeln brauchst du auch nicht. Ach so, das wäre dieser Drink. Ah. Na, trotzdem bekomme ich mal Hunger, wenn ich die in Sims 2 mehr essen sehe. Ja, auch wenn das nicht unbedingt, was ich gerade mache, eine Erörterung ist, sondern eher sowas. Ja, wie nennt man das denn? Ach, egal. Aber es hat was mit Und der dann Erörterung bekommst zu du Hunger? tun. Bei Erörterung Ja, weil ich machen? gerade gesagt habe, wenn ich die Leute in Sims 2 mehr essen sehe, dann bekomme ich auch immer Hunger. Und dann fängst du mit der Erörterung an zu Ja. erzählen. Ja, nee, also bei Erörterungen bekomme ich eher so einen Hass. So einen Hass, dass es Schule gibt. So einen richtigen Hass auf Leute, die Schule erfunden haben. Ganz ehrlich, dann komme ich. Da würde ich am liebsten so ein Feuerzeug rausholen und am besten alle meine ganzen Blätter verbrennen und sagen, Aber wieso Feuer. bringst du mal Schulfreunde mit, Leon? Ja, schick die doch direkt nach Hause, Mann. Na, Leon, wie sind denn deine Schulnoten? Oh, von 3 plus auf 3 runter. Oh, da muss ich mich aber mal Lol, anstrengen. dein Freund heißt Dino. Dino ist schwarz, super. Und hat blonde Haare mit, als Schwarze. Oh, nee. Schick den nach Hause. Soll jetzt nicht rassistisch klingen oder so. Vielleicht sollst du irgendwann mal wieder den Laden eröffnen, aber ich glaube, Hier, du kannst mal mit dem plaudern. deine Freundin ist, glaube ich, Let's Play Like a Lady. Ja, ich Let's Play jetzt erstmal. Gut. Eine Schwangere bei Mappy. Waschen. Bruno. Bruno, der kleine Karrierestar. Guck mal, der Hund ist vernünftig. Er geht draußen pinkeln. Ja, aber Bruno nicht. Ach, na gut, aber der. So, jetzt gucken wir mal, ob der überhaupt aus der Wanne rausgucken kann. Eigentlich hätten wir den ja auch ins Becken, in die. Hier. Ins Waschbecken da reinmachen können. Er guckt gerade so raus. Oh, Oh, ne. verdünnt. Oh, verdünnt.
ist das süß! Alter, jetzt denken bestimmt gleich meine Eltern, was ist denn jetzt los bei dir? Ist ja schwul geworden, ja. Nein. Also mit mir, also. So. Wie er sich umdreht, ja. Ach, ihr habt nichts mehr zu futtern. Leon, so geht es ja nicht, ne? Ja, so geht es nicht. Also, futtern brauchen sie immer. Also, unser Hund, der ist sowieso generell immer am Verhungern. Also, wenn er dem, also wirklich, wenn er dich mal nicht mag, gib ihm einfach ein Leckerchen, dann bist du besser vor. So, Buddy, jetzt kannst du was essen. Iss! Ist jetzt. Ich weiß, dass du Fernseh brauchst. Dich hier reingucken? Da ist jemand. Weg da. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, da drüben war jemand, hat gebuddelt. Nee. So, ich habe schon mal eine halbe Seite geschrieben, aber das ist nur so die Hälfte. Ah, nee. Umschalten auf Kids-Kanal. Buddy, gehst mir aufs Bild. Wuff, wuff. Er guckt auch Fernsehen und gewinnt Spaß daran. Ist das geil. Aber ich kannte echt mal einen Hund, der hat echt Fernsehen geguckt. Von meinem früheren Kumpel damals. Der hat echt Fernsehen geguckt. Also ohne Witz. Da sind sie nach, also so weggefahren, haben sie ihm den Fernseher gemacht und er die ganze Zeit davor gelegen und geguckt. Das ist wirklich geil. Da. So, was läuft denn heute? Heute gucken wir uns die Winterlandschaft an. Ja, ne? Wunderschön. Oder heißt der Film Ein Mord im Winter? Nein. Und Bandit ist sofort entsetzt, steht So, auf. ihr könnt mal toben. Da gewinnt ihr Freunde und Spaß. Ja. Ich glaube, er hat keine Lust mit dir zu toben. Spielen. Oh. Toben. Ich muss noch Hausaufgaben machen. Ja, das musst du immer. Aber dafür brauche ich jetzt mal hier ein bisschen positiven Balken, damit du ein bisschen mehr schaffst. Damit du die auch schaffst, diesmal die Aufgaben. Und ich muss echt besser in der Schule werden. Ich will da nicht mit einer 3 rumhängen. Ganz ehrlich, ich brauche einen Abschluss. Abschluss. Du wirst ein Pokémon-Trainer. Ach, sorry, stimmt. Ich glaube, Arne wird uns, wenn er das alles sieht, ziemlich zusammenhauen. Ich sehe ja schon, wenn wir uns treffen, wenn wir uns eigentlich die ganze Zeit nur schlagen und dann irgendwann, irgendwann werden wir dann irgendwie uns weiter vor PC setzen lassen. Ich kann mir das doch richtig vorstellen, ey. Ah, nee. So. Nein, wir haben uns alle lieb. So, Leon macht jetzt Hausaufgaben. Juhu, mach ich auch und so. Buddy muss durch arbeiten gehen. Wie wär's denn, wenn man den Shop eröffnet, so um 17? Nein, heute wurde ein Baby gemacht. Achso, das ist so ein Feiertag, der wird einfach. Genau, heute ist Mittwoch, heute ist Ruhetag. So, ja genau, was trinken. So ist immer richtig. Nehmen wir auch schon knapp eine Stunde auf, wa? Ja. Hast du wieder, Papa. Wunderbar. Schnuller. Warte mal, geh mal auf Maria und jetzt der Schnuller? Achso, hast du gesaved, gut. Hab ich gerade gemacht. Ein Baby bekommen. Das würde mich, Leon, ich mag deinen Kumpel nicht, der da mal ist. Du bringst so viele Freunde mit. Was willst du mir jetzt damit sagen? Toll, außerdem jetzt geht der Hund schlafen. Nee, doch nicht.
Er wollte sich gerade schlafen legen, aber jetzt musst du arbeiten. Was verdient Bruno jetzt eigentlich? Verdient er jetzt mehr? Ja, der ist doch aufgestiegen. Der verdient jetzt 220 Simoleons. Schon ordentlich, ne? Von 10 bis 16 Uhr, 6 Stunden Arbeit, 220. Ordentlich, ja. Oder? Auf den Monat hochgerechnet, mal 30. Jetzt brauche ich einen Taschenrechner. Rechner, Windows hat zum Glück eine Funktion. Namensrechner. 30 mal 220 gleich 6600 Simoleons im Monat. Das ist doch ein ordentlicher Verdienst. Jetzt auch in Euro rumrechnen. Wie ist denn die Umrechnung von Simoleons in Euro? Ich frag mal Google. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Simoleons in Euro. Eieiei, die sind alle nicht so gut drauf. Ne, muss man irgendwie Party machen. Na Leon, du musst jetzt noch deine Hausaufgaben von gestern noch fertig machen. Ja, ich sollte vielleicht alle Hausaufgaben noch machen. Also generell. Aber ich mache auch eigentlich so gar keine Mappenführung. Ich habe eigentlich einen Block und da packe ich dann immer die ganzen Zettel rein. Ja, ist doch normal heutzutage. Ach, du auch? Ja. Ja. Ich suche nur gerade mal einen neuen Block, weil mein Block ist voll. Nein, kann nicht wahr sein. Dein Block ist voll? Das passiert sogar manchmal. Also, da sind keine Blätter mehr. Also leer, eher gesagt. Oh cool, hier ist ein neuer Block. Die schlafen schon alle wieder. Was war noch? Wie viele Blöcke habe ich denn, ey? Das ist ja nicht normal. Oh, jetzt wieder ein komischer Freund uns anguckt. Dino Radar. Ja. Auch ein interessanter Name. Was der wohl in seiner Freizeit macht. Ich weiß es nicht. So, ja gut, ich denke mal, dann machen wir jetzt erstmal hier gleich mal einen Cut. Ein Schnitt. Nein. Doch. Können wir vielleicht am Wochenende aufnehmen, wenn ich länger aufbleiben kann, weil ich keine Schule habe. Wäre vielleicht Andacht, ja. Um voraufzunehmen. Was können genau, wir das können wir gleich noch klären. Ja, wir hoffen mal natürlich, dass es euch gefallen hat und wir sind ja auf jeden Fall, ich speichere jetzt erstmal hier schon mal und ja, wir sind auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn es heißt, na Leon? Die Sims 2 und ich werde Pokémon-Trainer. Damit verabschiede ich mich. Bis dahin. Ciao.